So. So denn. Unterhalten wir uns mal über Werkzeuge. Und zwar die Werkzeuge, die uns helfen können, beim Bankdrücken stärker zu werden. Haben wir als erstes mal unsere Bambushandel. Hängen wir da mit Bändern. Hier ein paar Gemischte dran, ein paar Ketten dran. Ist das super für die Koordination der Muskulatur? Können wir super was dafür tun? Dann haben wir hier, weg damit, unsere Wedreleaser. Ich hoffe, die sind noch gut eingestellt. Ich habe jetzt natürlich kein hohes Gewicht da drauf, weil ich noch beim Warmmachen bin. Aber es geht ja nur darum, wie funktionieren die Dinger. Also, wir sagen mal, wir haben jetzt hier auf der Handel, hätten wir 95% und auf den beiden Wedreleaser nochmal jeweils 5%, also eine Gesamtlast von 105%. So, die heben wir raus, raus kommen wir immer, wir kommen auch immer runter, aber schwer wieder hoch. Um uns an das Gewicht zu gewöhnen und vor allen Dingen unserem Körper beizubringen, eine gewaltige Vorspannung aufzubauen, haben wir die Wedreleaser. Und zwar sollte das folgendermaßen funktionieren. Raus. Runter. Die Dinger hängen raus und wir fahren wieder hoch. Also eine super Sache, um mit viel Gewicht etwas zu schaffen. Weiterhin haben wir hier wieder ein bisschen hier, weiß eigentlich auch wieder, aber egal. Machen wir trotzdem mal. Normalerweise werden die Ketten so eingestellt, dass die frei in der Luft hängen, so wahrscheinlich, also dass sie gerade eben aufliegen, beziehungsweise fast frei in der Luft hängen, in der Ablage bin, aber ich brauche die Ketten nachher nochmal für eine andere Übung, deswegen lasse ich die so, sonst kürze ich die auch auf. Es geht ja nur um das Prinzip. Das Prinzip ist, ich lege mich da drunter, fahr raus, komm mit einem relativ hohen Gewicht runter. So, das Gewicht wird beim Runterfahren immer weniger. Und jetzt kommt unser Training-Effekt. Bap, 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 bap. Es wird immer schwerer, höher wir kommen. Also haben wir da auch einen sehr guten Trainingseffekt. Wenn wir das lang genug machen. Was können wir noch machen? Wir können noch Bänder benutzen. Die Bänder können wir sonst so irgendwo an der Handelbank oder sonst irgendwo befestigen, jede Seite eins. Und dann haben wir so einen ähnlichen Effekt wie mit den Ketten. Ich persönlich bevorzuge es nicht, die Bänder zu befestigen an der Handelbank, weil egal wo ich die festmache, habe ich dann hier immer einen vorgegebenen Weg. Das ist ähnlich wie wenn ich mit einer Maschine trainiere. Ich mache es gerne folgendermaßen, ich nehme das Band hier über meinen Rücken. Leg mich hin. So. Fass nach oben. Raus. Runter. Und hoch. Normalerweise mache ich natürlich die Ketten vorher ab. Wir sollen hier immer nur mit einer Sache trainieren. Okay. Was habe ich noch für Werkzeuge? Ich habe verschiedene Handeln. Ich habe Kurzhanteln, relativ schwere Kurzhanteln, mit denen ich Bankdrücken machen kann, nur mit den Kurzhanteln. Ich kann auch verschiedene Systeme trainieren. Aber alle diese Sachen haben einen riesigen Nachteil. Und den habe ich am eigenen Leib erfahren. Und zwar liegt meine normale Wettkampf, mein Wettkampfrekord liegt so bei um die 170 Kilo, ist mein Wettkampfrekord. Mein Trainingsrekord ist
leicht höher gewesen, kurz vor meinem letzten Wettkampf. Und trotzdem musste ich aus meinem letzten Wettkampf mit unter 160 Kilo, 157,5 Kilo, mit hängenden Ohren abziehen. Und mir ist es ja scheißegal, ob ich welche Platzierung oder Rekorde, also alles scheiße. Ich war stinksauer, weil ich das nicht hingekriegt habe, was ich im Training geplant hatte. So, dann habe ich ja die ganze Zeit darüber nachgedacht, woran es liegen könnte. Und habe ja auch das Geheimnis des Gummibandes immer mal wieder versucht zu aktivieren. Und der einzige Grund, der mir einfiel, ich war zu faul. Ich habe alle diese Werkzeuge gar nicht benutzt. Ich habe nur Bankdrücken gemacht und Bankdrücken und wieder Bankdrücken. Und wenn ich kein Bankdrücken gemacht habe, habe ich Kniebeuge gemacht oder Kreuzheben. Aber ich habe kein Werkzeug benutzt. Und das ist natürlich scheiße, weil ich meinem Körper ab und zu andere Reize geben muss. Ich kann nicht Bankdrücken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und erwarten, dass ich mich ewig steigere. Ich muss meinem Körper schon irgendwie ab und zu neue Reize geben, um eine Adaption zu verhindern. Adaption gleich Anpassung. So, dazu kam natürlich noch die 14 Tage, wo ich ein bisschen erkältet war, aber das ist keine Entschuldigung, weil das ist nicht der alleinige Grund. Der Grund ist, mir fehlen die 14 Tage und die Zeit mit meinen Werkzeugen. Wobei unter Werkzeug auch Kommunikationswerkzeuge zu verstehen sind, wie zum Beispiel MP3-Player, Bluetooth-Kopfhörer, geile Musik und vor allen Dingen ein gut strukturierter, gut durchdachter, sinnvoller Trainingsplan. So, und den muss man durchziehen von A bis Z und nicht von A bis X oder von A bis M und dann hat man keine Lust mehr, weil es zu schwer wird, weil es weh tut, weil dies ist. Sondern man muss zu Beginn anfangen, beim Trainingsplan erstellen, schon anfangen, ehrlich zu sich selbst zu sein, nicht sagen, ja, eigentlich will ich 180 drücken auf dem Wettkampf. Weil ja die meisten Trainingspläne, die vernünftigen, in Prozentbünden rechnen. Kann ich ja nicht anfangen, 180 sind dann meine 100%, die schaffe ich doch gar nicht. Ich muss von meinen aktuellen, was ich an dem Tag X oder in der Woche X ausgetestet habe, bevor ich meinen Trainingsplan erstellt habe, was ich da ausgemaxt habe. Das sind meine 100%, davon ziehe ich 5-10% ab. Das sind dann meine Trainings-100% und dann fange ich auf diese 100% aufzubauen. Mit Wiederholungen 70%, 80% in verschiedenen Bereichen, je nach welchem System ich trainiere. Weil ich habe tatsächlich erlebt, dass ein ganz erfahrener Bankdrücker beigegangen ist und wollte XY drücken und hat das als 100% in seinen Trainingsplan eingesetzt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann nur von dem funktionieren, was ich wirklich in dem Moment wirklich kann. So, weitere Werkzeuge sind eiserner Wille, den haben wir ja alle, Disziplin haben wir auch alle. So, dann können wir noch eins machen, wir können uns ein schwarzes Shirt anziehen, machen das hier weiß mit Magnesium. Und können dann immer feststellen, wo wir landen, können dadurch unsere Technik beim Bankdrücken verbessern. Aber im Prinzip sollten wir uns Werkzeuge besorgen und die auch benutzen. Egal welches und nicht immer nur die gleichen. Ich kann nicht immer nur mit den Weightreleasern, immer nur mit den Ketten, immer nur mit den Bändern, sondern ich muss, um eine Adaption, eine Anpassung zu verhindern, muss ich ganz einfach regelmäßig mein Trainingssystem ändern, meine Werkzeuge ändern, meinen Trainingsplan umstellen und ich muss immer was tun. Es ist kein Marathonlauf, aber es ist ein ganz, ganz langer Hürdenlauf und ich muss eine Hürde nach der anderen nehmen und um Hürden zu nehmen, muss ich Werkzeuge benutzen. Okay, Jungs, bis nächstes Mal.